Hallihallo und herzlich willkommen zum 21. Part von Galerians. Wir sind in einer irgendwie organischen Kammer. Erinnert mich ein bisschen an Lex, wenn ihr die Serie kennt. Wir werden jetzt erstmal hier die... Oh, Red. Sehr gut. Red. Red. Was haben wir? Der Meteor. Das brauchen wir natürlich auch. Was haben wir noch? Nalken. Nehmen wir auch mit. Und eine Mildux-Kapsel. So, wir haben quasi von allem, bis auf von die Fallen, haben wir was bekommen. Und das heißt, wir haben dreimal Nalken. Das ist unsere Hauptangriffswaffe sowieso. Red haben wir nur noch eins. Die Fallen haben wir auch nur noch eins zum Nachladen. Und... wie sieht's denn gerade mit unserem Nerken aus? Das ist fast verbraucht. Das, die Fallen sieht fast aus, als wäre es verbraucht, weil dabei sehe ich da oben, dass es ganz voll ist. Der Meteor... Okay, dann schauen wir uns jetzt mal diese anderen Kammern an. Diese große Tür natürlich danach anschauen. Sirius Familie. Reinhardt. Q1. X-Chromosom abnormal. Reinhardt. Okay, da sind wahrscheinlich die Galerians gezüchtet worden hier. Sirius Familie. RX-Negativ-Chromosom abnormal Rita. Ist hier sonst. Vielleicht sind hier noch mehr in den. Oh, in den Röhren ist mehr als man glaubt. Dann können wir ja sogar noch ein bisschen Red nehmen. Ist hier noch mehr der Meteor drin? Oh. Ja, tatsächlich. Wir können uns hier wirklich gut bedienen von. Proxion-Familie. RX-Chromosom abnormal Birdman. Also alle, die wir bisher auch so besiegt haben. Wen haben wir hier noch? Pegasus-Familie. Q7G-Chromosom abnormal Kane. Kane? Haben wir bisher nicht kennengelernt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Pegasus-Familie. G7G-Negativ-S-Chromosomen abnormal. Es gibt nur einen einzigen ohne Namen. Genau, und das bist du, Ryan. Wer bist du? Kane, du bist verwundert, wie ähnlich wir uns beide sind, stimmt's? Aber immerhin sind wir Brüder und deshalb dürfte das nicht ganz so überraschend für dich sein. Was zum Henker geht hier vor? Ach, sieh mal an. Du bist doch nicht so schlau, wie ich dachte. Du bist mein kleiner Bruder. Du müsstest selbst wissen, dass der echte Ryan im Michelangelo Krankenhaus gestorben ist. Nein, du lügst! Im Gegenteil. Wir beide sind hier geboren. Ryans Gedächtnis, einschließlich des Aktivators für das Virusprogramm, wurden in dein Gedächtnis eingepflanzt. Außerdem wurde dein Äußeres so verändert, dass du ihm ähnlich siehst. Und als alles erledigt war, haben sie dich losgeschickt, um Lilia zu suchen. Glaubst du wirklich, dass du es allein geschafft hättest, aus der Isolierstation auszubrechen? Das ist völliger Blödsinn. Du musst mir glauben, ich bin Ryan. So, so. Und warum hast du dann die gleichen Kräfte wie wir, Galerians? Darüber hast du noch nie nachgedacht. Weißt du denn, wer dein Vater ist? Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass du dich noch an tausend Dinge aus deiner Kindheit erinnerst. Aber glaubst du wirklich, die hätten was mit der Wirklichkeit zu tun? Es bleibt dabei, du bist nun mal ein Galerian. Du bist eins von Dorothys Kindern, auch wenn du es nicht gerne hörst. Er lügt doch, Ryan.
Er will dich bestimmt nur verunsichern. Nein, die Wahrheit ist, dass ich es mir eigentlich immer gewünscht habe. Aber Mutter hat dich auserwählt. Und das hat mir wirklich sehr wehgetan. Mutter hat doch für alles ihre Gründe. Du wurdest geboren, um Lilia zu finden. Und ich wurde geboren, um dich zu töten. Wir leben doch nur, um Mutter zu dienen. Wir müssen Mutters Familienprogramm gehorchen. Und jetzt musst du sterben. Ja. Brudermord. Ja. Du warst das, nicht wahr? Du hast Dr. Lam getötet. Du hast Birdman getötet. Du hast Reinhardt getötet. Du hast Rita getötet. Wen jetzt? Wer wird es sein? Du? Ich? Wer weiß? Sind wir wirklich eine Person? Sind wir eine Person? Das gleiche Gesicht? Dieselbe Stimme? Derselbe Körper? Wir sind beide Galarians. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich gegen ihn antreten soll am besten. Am besten nehme ich aber einen Skip zu mir. Moment. Ich kriege ja sowieso wieder genug Kapseln von außen, das heißt, ich kann eine Gesundheitskapsel einwerfen, damit ich nicht das Skip-Level verliere. Und ich sollte vielleicht auf, weiß nicht, probier's mit Red. Ja, Red funktioniert. Fabelhaft. Falsche Richtung, warum auch immer. Wieder ermüdend. Einzige Strategie, die ich momentan halt habe, ihn so anzugreifen. Huh?
Level 1 zurückgefallen. Okay, ich muss Red zu mir nehmen. Und ich glaube, dass auch das Shorten bei dem hier nicht weiterhilft, deswegen muss ich gleich den Meteor einnehmen. Scheiße, ich hab's vergessen. Der Meteor, schnell. Wo ist es denn? Hier. Und gleich, Ding hinterher. Ein Heil-Item. Okay, passt schon. Ah. Verdammt, ich kann mich nicht mehr so frei bewegen wie vorher. Ich glaube, der Raum hat auch seine Grenzen, der muss ich bahnen. Bleibt, wird man eigentlich nicht getroffen. Okay, er greift jetzt schon anders an. Oh nein, das gibt's nicht. Zwei von diesen Treffern haben mich erledigt. Ah. Okay. Das Gute ist, man kann den Kampf direkt gleich nochmal machen. Allerdings muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Allerdings weiß ich jetzt auch, dass Red sofort funktioniert. Das ist das Gute. Das können wir überspringen. Ja, komm. Das können wir leider nicht überspringen, warum auch immer. Ja, die Kämpfe, die sind ein bisschen störrisch durch die Steuerung. Ich glaube, das haben sie in Galarians 2 auch ein bisschen besser gelöst. Also die Steuerung ist definitiv besser, es ist auch ein bisschen actionreicher, aber... Ich habe Galarian 2 allerdings noch nicht durchgespielt. Vielleicht werde ich das irgendwann noch machen, wenn bei euch Bedarf besteht. Nach, wenn ihr dieses Abenteuer hier überstanden habt, natürlich. So, jetzt geht's los. Nochmal. Und die Fallen nutzt ja nicht viel. Ich glaube, ich muss zum Red dann wechseln. Ich bin bescheuert, oder? Ich wollte zu Red wechseln. Ich habe mal wieder Red initiiert. Aha.
glaube, ich kämpfe auf Level 1. Einfach nur in Bewegung bleiben, dann werde ich nicht getroffen. Und der Controller vibriert ohne Ende. Man kann sogar eine komplette Ladung auffüllen. Also, ich meine, eine volle Ladung verpassen. Moment, das wollte ich jetzt nicht. Nein, ich laufe wieder gegen unsichtbare Wände. Und ich kann dann direkt mal eine Erholungskapsel einschmeißen. Ich muss nur rechtzeitig dran denken, dass ich den Delmeto auch einsetze diesmal. Ich verstehe nicht, was er genau sagt. Er sagt immer, es ist vorbei, aber... Jetzt ist es vorbei, glaube ich. Sagt er. So, jetzt aber... Ich glaube, zwei Ladungen Red müssten eigentlich auch reichen gegen ihn. Hoffe ich zumindest. Ah, ich habe nur noch eine. Ich habe keine mehr. Stimmt ja, ich muss mit Nerven arbeiten. Das Gute ist, dass ich jetzt das Ganze auffüllen kann. Weil sonst muss ich nämlich zwischenzeitlich wieder das machen. Oh, so eine Scheiße. Ich laufe hier gegen unsichtbare Wände. Es scheint aber auch gut gegen ihn zu helfen. Schnell, 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 schnell einen Delmeto einwerfen. Danke. Und der Rest ist okay momentan noch. Ich muss einfach stehen bleiben. Dann. Passiert mir nichts, tatsächlich. Oh, ich glaube, ich sollte... Aber falls ich doch getroffen werde, nehme ich lieber nochmal eine Erholungskapsel. Ha ha ha!
so Zufall, ob man davon von dem Blitz getroffen wird. Bitte, dass es jetzt gleich vorbei ist. Ja, bitte. Der Kampf war gar nicht so schwer. Ich muss nur wissen, wie. Puh. Mit der letzten Ladung Nalken hat's gereicht. Ich glaube, diesmal hast du gewonnen. Kane! Na, was hast du als nächstes vor? Mutter umzubringen? Aber das kann ich mir nicht mal im Traum vorstellen. Mutter hat immer mit mir geschimpft und gesagt, dass Kinder bloß nicht selbstständig denken sollten. Daran habe ich mich gehalten. Wir sehen uns wieder. Ryan! Ich habe langsam auch das Gefühl, dass der echte Ryan nicht mehr lebt. Das glaube ich nicht. Du bist Ryan. Ich bin ganz sicher, wir haben doch immer zusammen gespielt. Ich weiß nicht, ob diese Erinnerungen echt sind. Wenn ich wirklich ein Galarian bin. Pass auf, Lilia. Lass uns so schnell wie möglich zu Dorothy gehen. Ich muss unbedingt mit Mutter reden. Komm sofort mit. Und damit haben wir einen weiteren Teil verbraucht, um gegen Kane zu kämpfen. Naja, gut. Das heißt, der letzte Teil wird jetzt kommen. Und freut euch schon mal drauf. Beim nächsten Mal gibt's das Finale von Galarians. Ich würde mich einstweilen über eure Comments freuen. Immer, was ihr von dem Spiel haltet, bis jetzt, wie ihr es findet, was ihr erwartet für das Finale vielleicht, was auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.